Hey Leute, guten Morgen. Ich habe gerade meine tägliche Ration Milbenscheiße gegessen und dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Let's Play. Die Nachfrage ist groß. Ich habe ja gesagt, und am letzten Let's Play hier, ihr Assis, wenn ihr noch 5 neue wollt, müsst ihr disliken. 9 Dislikes. 40 neue Let's Plays werden kommen. Ihr habt so gewollt. Ich sehe, das Interesse ist da. Obwohl sich das in den Kommentaren nicht so widerspiegelt. Ich muss sagen, wir spielen übrigens Bloodborne heute. Drecksspiel hier. Ich dachte mir, guckst du heute Morgen aus dem Fenster. Scheiß Schnee liegt immer noch da. Hast eh Aggression. Bestes Spiel. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass sich das in den Kommentaren nicht widerspiegelt, dass ihr Interesse habt. Ich weiß nicht, der Einzige, der so den Genius in diesen ganzen Videos sieht, ist Kalle. Ich bin scheinbar so ein kleiner Einstein oder Galileo, so ein bisschen meiner Zeit voraus. So ein subtiler Humor kommt halt nicht bei jedem an, besonders nicht beim Pöbel. Aber naja, so ein bisschen verhält sich das mit diesem Format hier wie mit Sachen erraten, habe ich das Gefühl. Was ihr jetzt nicht wisst, wenn ihr euch nicht benehmt, ich habe noch 10 Folgen Sachen erraten auf Lager. Das war damals ein Format, das kam nicht so gut an, aber ist mir egal. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt noch nicht so viel über das Spiel. Ich habe gestern 2 Stunden gespielt. Oder 3, 2,5. Das hier ist auf jeden Fall so ein Püppchen. Die levelt mich hart auf. Die ist immer für mich da. Die dient mir. Und irgendwie ist man so eine fremde Person, die in ein neues Land kommt und einfach mal auf Jagd geht. Auf die unschuldigen Leute, die in diesem Land leben. Das Ganze heißt auch dann Nach der Jagd. Also ist quasi Köln-Silvester das Spiel. So. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich schon all meine guten Gags verbraten habe. Wir gucken mal, was das weitere Spiel Len uns so bringt. Also Aggression kriegt man richtig gut bei dem Spiel, muss ich sagen. Wenn man den Charaktereditor aufmacht und sieht, dass man nur hässliche Dreckslarven sich entwerfen kann. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben, hier so ein Schneckchen zu machen. Muss ich mal gucken. Setze ich den Hut mal ab hier. Die ist jetzt nicht ganz deformiert, wie der Rest es gewesen wäre. Ich hoffe, ich habe das ganz okay gemacht. Ich habe der Alten so eine Brille aufgesetzt und so eine Narbe übers Auge gemacht, weil ich dachte, yo, Bloodborne ist für die ganz krassen Leute so. Es muss ein bisschen edgy sein. Ich hoffe, ich habe das erreicht. Passt halt dann auch hier dieses ganze Outfit dazu. Es ist richtig edgy. Und ja, ich habe gestern hier diesen ersten Endboss platt gemacht. Ist schon ziemlich billig, muss ich sagen. Drecksspiel. Bei den Synchronisationen ist Mundbewegung quasi nicht vorhanden. Drecksspiel. Und es ist ziemlich billig. Gehst hier durch, schlachtest alle ab. Jo, immer wieder das Gleiche. Man hat 2 verschiedene Schlaganimationen. Und das in der 8. Konsolengeneration. Das ist peinlich. Auf jeden Fall meinte Kalle, ich soll doch mal ein paar Geschichten erzählen. Wie das andere Let's Player auch so machen. Oh, krass, übelst Musik und so. Hier bin ich jetzt auf jeden Fall. Hier, da hinten war der Endgegner. Hier ist irgend so ein komischer Gollum. Keine Ahnung, was der von mir will. Mach ich erstmal hier seine Inneneinrichtung kaputt, weil der mir auf den Sack geht. So, also hier weiß ich jetzt noch nicht so, was passiert. Ich habe kurz rausgeguckt und so eine Leiche geplündert. Hier ist irgend so ein Spaten hier um die Ecke. Da. Der hat irgendwie ein Problem. Da, ich lach den aus. Haha. Guck dir das mal an. Hier, die machen mir fast keinen Schaden. Hier, weich's einfach aus. Ja, komm hier, zack. Habe ich jetzt genug mit dem gespielt. Ist mir egal. Hier,
gönnt man sich so ein bisschen Blutscheiße. Die Viecher gehen mir richtig hart auf den Sack. Die hören sich so richtig behindert an. Ja, er hat behindert gesagt, ist mir egal. Auf jeden Fall, Kalle meint, ich soll wie so andere Let's Player so Geschichten erzählen. Ich mache das hier mal leiser, damit ich Geschichten erzähle. Der Punkt dabei ist, es geht einfach nicht. Wenn ich Geschichten erzähle, komme ich in den Knast. Meine ganzen Geschichten, die würden keine guten Folgen für mich haben. So, hier kommen anscheinend jetzt nur noch solche Dullis. Also das mit den Geschichten, keine Ahnung, wie wir das machen müssen. Muss ich da so von fremden Personen reden? Guckt euch das mal an, das ist alles keine Herausforderung. Also Bloodborne ist so ein bisschen die, weiß ich nicht, die schlechte Alternative, wenn man sich Dragon's Dogma nicht leisten kann, würde ich sagen. Dragon's Dogma ist ein gutes Spiel. Ein Holzschild will mich verarschen, Alter. Ich brauche kein Schild. Ich will Leute kaputt hauen. Immer auf den Kopf drauf. Brauche ich kein scheiß Schild, hinter dem ich mich verstecke wie so ein feiges Schwein. Auf jeden Fall, Leute, klickt mal in der Beschreibung auf den Affiliate-Link von Amazon. Hätte ich mir fast denken können. Und kauft euch Dragon's Dogma. Das wesentlich bessere Spiel als dieser Dreck hier. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Geschichten von mir hören wollt, so, dass ich schon alles Raudi und Rüpelhaftes erlebt habe und gemacht habe, habt ein Problem, weil ich gehe halt nicht in den Knast, nur damit ich euch eine Geschichte erzählen kann. Ich meine, anders als solche hässlichen Milchmädchen-Rapper, die erzählen, ja, hier, ich habe die dicksten Eier. Ja, die dann aber nicht mal irgendwie was machen, außer zu rappen. Das sind halt irgendwie ganz schöne Dullis. So, jetzt sind wir schon an so einem Punkt, wo ich hier gerade ein bisschen abgelenkt bin, aber trotzdem auf den ersten Blick nicht sehe, wie es weitergeht. Habe ich schon keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Also hier muss wahrscheinlich irgendwo so ein Hebel sein oder du musst irgendeinen Adolf umboxen, damit du weiterkommst. Kein Plan. Aber für euren Entertainment-Faktor werde ich einfach ein bisschen hier links und rechts da quer rumlaufen. Es gibt keine Map. Du bist behindert. Ich will wenigstens mal gucken, wo ich bin. So eine Scheiße. Hier. Und da und hier auch irgendwelche komischen Statuen und so. Die sollen auch ganz edgy wirken. Na egal. Also ich muss sagen, war den Kauf nicht wert. Daniel, hast du wirklich sinnlos Geld ausgegeben? Da drüben, da sehe ich was. Da ist hier so ein Typ. Man hat hier übrigens auch so eine Schrotflinte. Die hat eine Reichweite von 2 Meter. Das ist richtig gut. Das war jetzt nicht ernst gemeint, für die, die das nicht raffen. Die ist richtig schlecht. Habt ihr auch so Aggression bei dem Spiel, wenn ihr an den Schnee da draußen denkt? Hässlicher Schnee, Alter. Es reicht langsam. Es reicht einfach. Wie komme ich jetzt dahin? Aha. Hätte ich mir doch fast denken können, dass hier noch ein Türchen ist. So. Jetzt guckt mal, wie ich den fertig mache. Man kann mit dem einfach spielen. Hier, Jimmy. Da. Reichweite reicht nicht. Die Fresse. Ja. Ja, komm, da gönne ich mir erstmal so einen Hieb ins Gesicht. Da, der kann sich überhaupt nicht wehren. Hat keine Chance. Ach, hier ist noch so einer. Was hast du für ein Problem? Hier mache ich so einen krassen Hieb. Da, keine Chance. Rennst hier durch. Schlecht. Ja, auf jeden Fall Geschichte erzählen. Neulich war da sowas, das ist echt übelst behindert, habe ich gehört. Also wenn ich euch das jetzt erzähle, wisst ihr quasi mehr als ich davon. Was ist denn das für einer? Hat der ein Basecap auf? Nee, toll. Das wäre mal ein richtig cooles Monster-Design gewesen. Oh. Ja, der matcht mich jetzt schon ein bisschen, mal gucken. Der ist ja übelst langsam. Guckt mal, Leute. Der kann ja nichts. Ja, wenn ich jetzt zu viel Zeit hätte, könnte ich halt hier mit dem kämpfen. Ach komm, ich mach's jetzt einfach mal, um zu zeigen, wie schlecht das Spiel ist. War das hier so eine Animation ab? Hausten zweimal, weicht's wieder aus. Wow.
gutes Spieldesign. Ich will ja nichts sagen, aber bei Dragon's Dogma kann man auf die Gegner hochklettern. Was für eine Scheiße, guckt euch das doch mal an. Hier, jetzt ist er in so einem komischen Modus drin, wo er sich kurz nicht wehren kann. Als hätte ich das nötig, hätte das jetzt halt auch einfach noch durchziehen können. Hier, du drückst halt quasi immer wieder eine Taste. Button-Mashing nennt man das, da wo ich herkomme. Drecksspiel. Der war jetzt krass, ja. Heftig, Mann. Ich glaube, ich brauche mal ein paar viele Gegner. Da, das ist auch wahrscheinlich ein richtiger Lulli. Was geht mit dem? Oh, diese Dreckviecher. Da, wenn ich den Sound schon höre, kriege ich Aggression. Ist das hier ein neuer? Was hat der für einen scheiß Stamm in der Hand? Sieht aus wie ein Pimmel. Habt ihr das gesehen? Man wartet bis zum letzten Moment und weicht dann aus. Das ist übelst das schlechte Spiel. Das ist doch voll dumm. Ups. Ja, passiert. Ist mir egal. Ist eh fast tot. Jetzt renne ich hin, gebe ihm Gnadenstoß. Ist der andere noch da? Ach ja, man kann hier übrigens auch auf den Boden hauen und dann hat man plötzlich eine andere Waffe. Because fuck logic. Was ist jetzt passiert? Die habe ich nicht gesehen. Passiert. Hol ich mir das. Du hast ja alle Zeit der Welt, glänzende Münzen. Sammelst sie andauernd irgendeine Scheiße. Keiner sagt dir, wofür die da ist. Drecksspiel. So, die hat dann größere Reichweite, aber schlägt langsamer, deswegen ist das behindert. Ich brauche schnelles Gameplay, deswegen spiele ich auch lieber Dragon's Dogma. Hier. Eigentlich hätte mich das treffen müssen, aber die Hitbox hat gesagt, es trifft mich nicht, weil das Spiel schlecht ist. Es reicht halt wirklich einfach im letzten Moment auszuweichen, egal ob die Animation sagt, du wurdest getroffen oder nicht. Ja, jetzt bin ich vielleicht mal kurz gestorben. Ist mir egal. Drecksspiel. Neulich war auf jeden Fall so eine Situation, wenn ich euch das jetzt erzähle, wisst ihr mehr als ich. Es reicht dann auch langsam wieder, die 15 Minuten sind erreicht. Irgendwie waren so Leute auf einem Dach, irgendjemand. Und ach, eigentlich kann ich das euch wirklich nicht erzählen. Nee, ich komme dafür in den Knast, das sehe ich nicht ein. Beziehungsweise die Person, die dafür verantwortlich ist, die nicht ich ist. Das ist halt jetzt hier so ein behindertes System. Wenn ich meine hässlichen Seelen, die ich da jetzt gesammelt habe, meine Dark Souls, wieder haben will, muss ich wieder zu dem Ort, wo ich eben gestorben bin. Und wieder die Gegner besiegen und mir die Scheiße zurückholen. Da, wo ich herkomme, nennt man das Backtracking. Das ist richtig dumm. Schlechtes Spieldesign. Die Welt ist winzig, aber die ziehen es halt in die Länge mit so einer Scheiße. Also mein Fazit, kauft euch Dragon's Dogma, kann ich nicht genug promoten. Ich krieg dafür kein Geld oder so, aber man muss es ja mal sagen dürfen. Was macht denn er jetzt? Spinnt der oder was? Die Grafik, um das nochmal kurz zu sagen, bevor die 15 Minuten um sind, hier, ich ziehe das mal kurz aus, ich brauche den Schutz eh nicht. Ja, wenn ich mich hier einmal so an eine Wand stelle, der Typ kommt eh nicht hinterher, die Gegner sind alle übelst langsam und schlecht. Hier, guckt euch die Grafik mal an, völlig verwaschenes Milchgesicht. Peinlich, peinlich sowas. In welcher Welt ist das ein gutes Spiel? Hauptsache, es kriegt immer hier Spiel des Jahres, Auszeichnung und so. Ihr seid alle verblendet, ihr Souls-Fanboys. Seid doch alle verblendet. So, wie viel Zeit haben wir noch? Na, ein Minütchen. In der Zeit hole ich mir jetzt wahrscheinlich meine Seelen nicht zurück. Aber ist auch nicht so wichtig. Ihr wisst, dass ich es eh schaffe. Weil dieses Spiel einfach mal ultra billig ist. Hier, du wartest ab. Er schlägt dahin, du gehst wieder ran. Haust ihn um. Was will er tun? Wow, das war jetzt voll die Herausforderung. Das hat mich jetzt richtig beansprucht. Wow. Ich komme ja gar nicht drauf klar. Oh Mann. Also, wie gesagt, sagt mir, wenn ihr mehr hier davon sehen wollt, indem ihr das Video disliked oder auch nicht. Mir titte. Oh, Gerät bedienen. Es geht bestimmt das große Tor da auf. Voll das Rätsel gelöst. Oder es geht zu. Auch okay. Das sollte ich vielleicht nicht zumachen, obwohl ich mir vorstellen kann, ich mache das hier zu, da geht das andere dafür auf und dafür komme ich in den Bereich nicht mehr rein, ist mir Titte, macht's gut.